Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Space Bricks. Ich wollte schon seit längerem eine Playlist mit dem Thema Tipps und Tricks für Affolds starten und jetzt mache ich es einfach aus gegebenen Anlass, denn es gibt von Bricklink ja das Affol-Programm, ist ja schon seit längerem bekannt. Hier gibt es 16 Sets, die gecrowdfunded werden können und da die wahrscheinlich aus Amerika direkt nach Europa geliefert werden, beschäftigen wir uns einmal heute mit dem Thema Zoll auf Spielwaren. Das Ganze machen wir jetzt erstmal anhand eines Beispiels, denn ich habe letztes Jahr, das habe ich ja auch schon geunboxed, das Lego Star Wars Set 75512, nämlich das San Diego Comic Con 2000 Exclusive Millennium Falcon Cockpit mit Han Solo und Chewbacca geordert. Das Ganze war ein sehr, sehr hochpreisiges Set, hat auch alles super in der Abwicklung geklappt und wurde halt über eBay bestellt. Und wir wollen jetzt einfach das ein bisschen durchgehen. Ich erzähle euch jetzt erstmal ein, zwei Sachen zu diesem Beispielangebot und danach erkläre ich euch, wie das mit dem Zoll allgemein funktioniert. Dann gehen wir einmal auf die Bricklink-Sets ein und zum Schluss zeige ich euch noch eine Excel-Tabelle. Denn ich habe eine Excel-Tabelle programmiert, wo ihr quasi einfach nur die Anzahl der Sets, die ihr bei Bricklink bestellen möchtet, eingeben müsst. Und es wird der Europreis des Sets ausgerechnet, danach die Steuer bzw. noch der Zoll, wenn er oben drauf kommt. Und am Schluss seht ihr dann die Gesamtsumme eurer Bestellung. Diesen könnt ihr herunterladen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Kommen wir aber erstmal nochmal zurück zu unserem Angebot hier bei eBay. Nämlich wir sehen hier, das Set kostet $125. In Euro sind es aktuell ca. 10,98 €. Und das ist jetzt erstmal ganz wichtig. Die 10,98 € ist der Rechnungspreis. Das ist jetzt später noch für den Zoll ein bisschen wichtig. Dazu kommt noch der Versand hier von $19,61, also 17,41 €. Und das ergibt zusammen addiert den Warenwert der Bestellung. Also das, was das Set kostet, plus die Versandkosten, ergibt den Warenwert. Warum ist das jetzt wichtig? Schauen wir uns erstmal an, wie der Zoll funktioniert oder was der Zoll überhaupt macht. Und da habe ich eine schöne Grafik, die blende ich dann jetzt an dieser Stelle einmal ein. Und zwar Artikel, die zwischen 0 und 22 Euro liegen, auf die ist kein Zoll zu zahlen und keine Mehrwertsteuer. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die betreffen nicht den Spielwarensektor. Das heißt, jedes Lego-Set, jede Bricklink-Bestellung, die ihr außerhalb der EU ordert, die unter 22 Euro ist, darauf müsst ihr keine zusätzlichen Abgaben leisten. Dann gibt es die Grenze zwischen 22 Euro und 149,99 €. Hier muss die Mehrwertsteuer gezahlt werden. Die liegt bei Spielwaren bei 19%. Bei anderen Artikeln sind es dann die 7%. Und auch hier gibt es weiterhin die Ausnahmen. Ich meine, es war Alkohol und Spirituosen. Dann, wenn wir über 150 Euro Warenwert kommen, bedenken wieder, Preis des Sets plus Versandkosten, kommt nochmal der Zoll obendrauf. Bei Spielwaren liegt er zwischen 2 und 5%. Und in der Excel-Tabelle habe ich den Höchstbetrag angegeben, weil ich konnte jetzt nicht herausfinden, welcher Zollsatz für Systembausteine, Klemmbausteine oder für Lego gilt. Deshalb habe ich jetzt einfach gesagt, 5% ist das Maximum. Die nehmen wir und das habe ich in der Tabelle berechnet. Das heißt, die Einfuhrabgaben, die wir jetzt hier sehen, die 30,98 €, die jetzt noch zusätzlich zu den Setpreis plus Versandkosten gezahlt werden müssen, sind im Endeffekt die 19% Mehrwertsteuer. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber wenn man das einmal alles mathematisch berechnet, wird es exakt hinkommen. Hier muss natürlich kein Zoll gezahlt werden, da Warenwert, also Versandkosten hier unten plus hier oben das Set unter den 150 Euro liegen, das heißt nur die 19%. So, das erstmal kurz, um das Grundprinzip der Einfuhr erklärt zu haben. Ich hoffe, das ist verständlich geworden. Kommen wir erstmal noch zu ein paar Allgemeinheiten des Bricklink-Affolds-Programms. Und zwar muss eine gewisse Anzahl von Sets vorbestellt werden. Wenn die Mindestanzahl nicht erreicht sind, also die 100% nicht erfüllt sind, geht das Set nicht in Produktion. Das Set soll in einem Karton zusammen mit einer gedruckten Bauanleitung kommen. Es soll aber kein offizielles Lego-Logo drauf sein und auch keine Setnummer verfügbar sein.
Es wird hier halt noch sehr viel geflunkert und gemunkelt, also Gerüchteküche ist ordentlich am Kochen. Ein wirkliches Statement habe ich persönlich dazu noch nicht mitbekommen. Ab Januar, das Pre-Ordering hat begonnen. Im April endet die Pre-Order und Verpacken beginnt und ab Mai wird verschickt. Nochmal der Hinweis, jedes Set, was ihr ordert im Pre-Order-Status, hat kostenlosen Versand. Und das aus USA oder Kanada, ich bin mir gerade nicht sicher, eins von beiden ist der Versandstandort, also auf jeden Fall zollpflichtig. Kostenloser Versand ist schon ziemlich gut, nimmt man mit, gerade wenn das Set etwas preiswerter ist, tut da in der Richtung nicht weh. Ob es einen europäischen Standort gibt und dann später meine Excel-Tabelle völlig unnötig sein wird, weil wir dann gar kein Zoll zahlen müssen und auch keine Steuer- oder Einfuhrabgaben, werden wir später sehen. Dazu gibt es einfach noch nicht die konkreten Angaben. Vielleicht, wenn große Mengen bestellt werden, auch aus Europa, überlegen Sie, ob Sie dann jeweils in den Kontinenten nochmal eigene Versandzentren oder so etwas einrichten. Aber das wird die Zukunft zeigen. Jetzt gehen wir aber erstmal auf die 16 Sets einmal kurz im Detail ein. Und zwar für alle, die noch nie auf Bricklink waren und sich zum ersten Mal beschäftigen. Hier oben sehen wir schon gleich einen schönen Reiter. Dann hier das nette Symbol Pre-Order is Set. Und wenn wir darauf klicken, sehen wir erstmal zwei Informationsvideos zu der Thematik. Und ja, das linke habe ich gesehen. Das rechte muss ich mir noch einmal anschauen. Da gibt es noch ein paar weitere Informationen. Und ja, hier haben wir die ersten 4 Sets. Ich habe insgesamt schon 4 Sets vorbestellt. Ich denke mal, ich werde auch nicht mehr bestellen. Und die ersten beiden, die ich sehr cool finde, sehen wir hier oben. Nämlich einmal das Löwenstein Castle und der Wild West Saloon. Ich gehe einfach nur ganz kurz auf die Sets ein. Wenn ihr euch mehr damit beschäftigen wollt, geht gerne auf Bricklink. Ich verlinke euch hier direkt den Link unten, ebenfalls in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch durch jedes Set einmal durchklicken. Da ist die Teileanzahl auch angegeben. Und ja, im Endeffekt ist die Preis-Leistung bei all diesen Sets standardmäßig, also 10 Cent pro Teil. Bei einigen Sets ist sie noch richtig geil. Da gehe ich aber später noch einmal kurz drauf ein. Auf jeden Fall, die 2 Sets, wunderschön, richtig toll und natürlich 2 Themenwelten, die Lego seit Jahren nicht mehr bedient. Hier unten links haben wir die Lego Story. Das ist ein Set, das über 1500 Teile hat und $90 kostet. Das heißt knapp 90 Euro. Das heißt, der Teilepreis ist hier richtig, richtig gut. Und ich finde, es ist wirklich ein Set, das sich jeder Lego-Fan holen muss. Deshalb hier der Tipp, sich das Ganze mal zu holen. Hier rechts ein antiker Feuerwehr-Truck. Finde ich auch sehr cool. Den habe ich nicht geordert. Hier spiele ich noch mit den Gedanken, mir das Set zu holen. Dann haben wir hier unten links ein Science Tower. Davon halte ich persönlich nichts Großartiges. Aber es ist ja jedermanns Geschmackssache. Hier rechts haben wir das Skyline Express. Also man kommt hier ein paar schöne Achterbahnschienen. Aber ich denke, verhältnismäßig ist das Set dennoch ziemlich teuer. Aber für diejenigen, die an eine Monorail der neuen Generation rankommen möchten, kann das ja eine nette Alternative sein. Dann haben wir einen Schießbudenstand, ein Hotshot Carnival Set. Ich finde, das ist eigentlich auch ganz knuffig, ganz nett gemacht. Aber die Rückseite bei dem Set ist ziemlich langweilig. Dann haben wir noch das Set Bikes. Das finde ich auch ziemlich spannend. Und gerade jetzt hier die insgesamt 6 Fahrräder, die es hier dabei gibt, beziehungsweise doch 6 Fahrräder und ein Fahrrad mit Kiste, die heißen irgendwie noch anders, für irgendwie 45 Euro oder so. Wir reden halt immer ohne Steuern und so, ne? Also es kommt ja später noch dazu. Finde ich, ist das echt ein cooles Set. Also Fahrräder kann man ja locker schon mit 2 bis 3 Euro das Stück rechnen. Allein dadurch hat sich gefühlt schon fast das halbe Set refinanziert. Hier unten haben wir Vintage Roadster. Finde ich auch total geil. Also ein richtig schöner Oldtimer, sieht klasse aus. Den habe ich auch geordert. Besonders witzig finde ich hier, wie sie die Ballonteile, also 8 Stück davon benutzen sie, um einen Ballon zu bauen, benutzt haben hier als Kotflügel. Also ist schon witzig gemacht, ist aber eins der Sets, die vom Teilepreisverhältnis, also vom Teilepreisverhältnis ein bisschen höher angesiedelt sind. Ja, dann haben wir hier noch 8 Studs, ein Lego-Haus, finde ich auch von der Idee witzig, aber da finde ich das Lego-Architecture-Haus natürlich viel, viel schöner, das ist ja unschlagbar. Magic Build It, ein völlig crazy Mock. Dann haben wir Piratenschatzkarte hier unten rechts. Ein Steampunk-Schachspiel, ein kleines Castle. Hier unten ein 3D-Mosaikschiff, ein kleines Mini-Diorama.
Einige Sets haben die Hürde von 100% noch nicht erreicht, aber das ist nicht schlimm. Es sind ja noch 55 Tage übrig, die diese Sets haben. Das heißt, vielleicht wird das eine oder andere noch ja, überschritten, aber alles andere, was die 100% hat, wird aus sicher produziert. So, nachdem wir die 16 Sets ein bisschen näher betrachtet haben, haben wir jetzt hier die Excel-Tabelle. Wie gesagt, die steht euch zum Download zur Verfügung und gerne könnt ihr die auch nutzen. Die habe ich einmal schnell geschrieben. Wir haben hier halt immer die Set-Bezeichnung. Ich bin chronologisch vorgegangen. Dann den Euro-Wechselkurs. Ich weiß nicht, ob Bricklink das immer täglich aktualisiert. Ich habe das bei der Erstellung gemacht, aber ich denke mal, das wird mehr oder weniger so gleich bleiben. Sondern wir haben jetzt morgen gleich die nächste Weltwirtschaftskrise. Aber da haben wir alle ganz andere Gedanken als Lego zu bestellen. Ja, und im Endeffekt trägt man hier nur in diese grauen Feldern Zahl ein. Was ich vergessen habe zu sagen, man kann nur maximal 3 Sets pro Sorte vorbestellen. Das heißt, mehr als 3 könnt ihr gerne hier eingeben, aber ihr könnt maximal nur 3 bestellen. Und wenn ihr jetzt einfach den Wildwest-Saloon hier eingeben, ergibt unsere Summe 132 € und wir zahlen nur die Mehrwertsteuer. Nehmen wir jetzt das Set drunter, zahlen wir hier nicht nur Mehrwertsteuer, sondern dann kommt auch Zoll. Das rechnet er alles automatisch durch. Und dann haben wir hier unten einmal die Nettosumme, also was würden die Sets kosten, wenn wir keine Abgaben leisten müssen. Und hier haben wir dann die Kosten der tatsächlichen Bestellung. Und so kann man dann gerne hier ein bisschen durchklicken und dann gucken, ja, was das Ganze dann kosten wird, wenn man es sich zusammenbestellt. Und hier sieht man das ja, ich bin in der Sache jetzt ganz offen. Ich rechne mit Ausgaben von 536 €, wobei hier muss auch noch gefragt werden, ob jede Bestellung einzeln verschickt wird oder ob alles zusammen gebündelt verschickt wird. Wenn es zusammen gebündelt verschickt wird, zahlt man auf jeden Fall noch die Zollabgaben. Wenn alles eine Einzelbestellung ist, können hier die Sets, die unter 50 € oder die Bestellung, die unter 150 € liegen, nur halt mit der Mehrwertsteuer belastet werden. Bei eBay ist das Ganze nämlich sehr, sehr schön einfach, weil die Einfuhrabgaben direkt mitberechnet werden. Bei Bricklink werden die nicht mitberechnet, die werden auch nirgendwo aufgezählt. Das heißt, die Sets landen dann wahrscheinlich beim Zoll. Je nachdem, wo man wohnt, muss man gucken, wo das nächste Zollzentrum ist. Man muss dann zum Zoll hinfahren, die Mehrwertsteuer und die Zollgebühren zahlen und kann erst dann das Set abholen. Ich denke, so wird das Prozedere sein, aber ich halte euch sehr, sehr gerne auf dem Laufenden, wenn es konkreter wird. So, somit habe ich jetzt alle wichtigen Punkte zu dieser Thematik gesagt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es für euch nützlich und informativ war, teilt es doch gerne mit anderen Leuten und verbreitet auch sehr, sehr gerne die Excel-Tabelle. Ich habe sie ja dafür geschrieben, dass mehrere Leute, nicht nur ich, einen Vorteil davon haben. Also, wie gesagt, teilt das Ganze gerne. Und ja, dann wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Bauen und hoffentlich werdet ihr viel Freude mit den Sets haben, die ihr euch ordert.